Das Dormitorium, wo wir alle schlafen. Du findest dort ein freies Bett, das von nun an dir gehört. Weißt du, was mich das Kloster als erstes lehrte? Schlaf. Hallo und herzlich willkommen, Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde Kingdom Come Deliverance für die PlayStation 4. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Wir befinden uns im Rundgang noch. Nachsinn und der Meditation. Er trampelte herum wie ein wütender Kaiser. Vor ein paar Jahrhunderten gründete der heilige Prokop, einer der geachtetsten Brüder, dieses Kloster. Seine irdischen Überreste befinden sich in einer Höhle unterhalb des Klosters. Und sein Geist wandelt des Nachts durch die Korridore und bestraft unartige Novizen. Sieh dich vor. Die Werkstatt der Brüder und das Skriptorium. Hier und in der Bibliothek arbeiten wir. Ora et labora. Bete und arbeite. Als Novize musst du den Brüdern über dir stets gehorchen. Über den Mönchen muss stehen den gerechten Weg finden, wie den aus dem Kloster auszubringen noch hat. Du erkennst sie an ihren Gehstöcken. Tu, was sie dir sagen. Das ist das Refektorium. Hier speisen wir. Während der Mahlzeiten muss Ruhe herrschen. Nur ein Bruder liest laut aus der Regula Benedicti vor. Die Regula ist das einzige Gesetz, das wir anerkennen. Mit Ausnahme des Gesetzes Gottes. Verstößt du gegen die Vorschriften, wirst du umgehend bestraft. Aber ich habe dir ja bereits von den Zirkatoren erzählt. So. Die Bibliothek, da wird diesen Suchi. Die Bibliothek, der Stolz unseres Klosters und eine Fundgrube des Wissens. Wir lesen hier nicht nur Bücher, sondern schreiben sie auch ab. Du wirst das auch lernen. Ah! Verdammt, das wollte ich jetzt nicht. Die verbotenen Bücher müssen in diesem Schrank sein. Das zu bedeuten? Hat ein böser Geist sich deiner ermächtigt? Wie bin ich zurückgeladen? Das müssen wir anders machen. Das müssen wir eindeutig anders machen. Okay, das ist schon. Dann muss ich jetzt da abhauen. Nutzt jetzt eh nichts. Schweres Schloss. Schwere Schluss.
Ich krieg die Maus hier. Wäre Schluss. Und der Wein, das waren noch Zeiten. Du wirst sehen, mit dem neuen Schwere Schluss. Du musst doch einen Weg ausgegeben. Da wirst du einen Weg ausgegeben. Wie den überhaupt? Knacken schwer. Ich hab kein Dietrich. Okay. Jetzt haben wir das Problem. Dass wir da nicht wegkommen. Außer wir gehen wieder da zurück, wo wir den einen getötet haben. Jetzt das wiederfindend. Pass auf, zuerst wollen wir da herin. Das zu bedeuten? Hat ein böser Geist sich deiner ermächtigt? Klau ihm vor Ruhig. Ich konnte den Ort nicht erreichen.
Weiß ja nicht. Ich kann ja jetzt nicht alle Klosterbrüder umbringen. Was zur Hölle war das? So, haben wir heute über die Kuch hier. Schweres Geschloss. Leichtes Schloss, die sind alles mit Schlösser gesichert und ich habe keinen Dietrich dabei. Wie komme ich aus dem Kloster raus? Bin jetzt in der Mitte drin. Im Normalfall würde ich da irgendwie aufklettern und dann wäre ich da hin. Bam. Das ist auch ein schweres Schloss. Setzen. Da ist ein Tier, die wo es noch draußen gegangen hat. Der einen Schlüssel dabei gehabt. Hey du! Du Gauner, hab dich auf frischer Tat ertappt. Du landest im Kerker und ich hoffe, du verrottest dort. Du machst einen großen Fehler. Wenn du wüsstest, wo du da hineingeraten bist, das wird kein gutes Ende für dich nehmen. Mir blutet das Herz. Dann der Kerker. Bewegung. Schau mal, vielleicht können wir im Kerker aussehen. Verrotten sollst du dort. Und rück das Diebesgut raus. Aber ich glaube nicht, dass man... Das war ein Fehlschlag.
Ich hätte mir zuerst schauen müssen, wie der Fluchtweg geht. Aber dadurch, dass ich keine schweren Schlüssel knacken kann. Jetzt schauen wir mal. Ein Mensch hat hier nichts zu suchen. Was ist mit deinen Gelübden? Sonderbare Büffel, die habe ich noch. Gut. Ist dies genau der Ausweg gewesen, den ich gebraucht habe. Halt. Das war es früher gewesen. Hunger. Ja, das war versehen, dass ich da den Prius umgelegt habe. Aber ich war nicht rausgekommen. So gesehen. Was ein Glück im Unglück. Schauen wir mal. Lasst's mir eine! Lasst's mir eine! Ich glaube, ich das essen wenigstens. Der Sumpf. Wir müssen jetzt warten, bis wieder die schweren Ketten weg sind. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das ist wirklich, also wenn es da müsst ihr jetzt wirklich schwere Schlüssel knacken können, dann.
Bücher und alles haben wir es morgen nochmal. Aber zumindest die Würfel. Den Würfel habe ich mal, haben's mal lassen. Den unruhigen Geist, weiß ich nicht, ob ich das, ob ich den mache. Jetzt schauen wir mal, wo ist da die Feuerstelle. Dies scheint der Ort zu sein, von dem Sie sprachen. So, jetzt werden sie auf Kämmer aufbaut, die Presse von Sasa. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, haben wir dich etwa geweckt? Kurwa. Müsst ihr euch wie Diebe an mich heranschleichen? Wir sind Diebe. Außerdem mussten wir sicherstellen, dass dir niemand folgt. Und du uns keine Falle stellst. Aber genug der Plauderei. Reden wir übers Geschäft. Im Kloster gab es wohl etwas Ärger, wie wir hörten. Die Frage ist nur, war es wie vereinbart? Hast du den Kerl für uns erledigt? Glaubst du, ich würde sonst hier sitzen? Was weiß ich? Tölpel gibt es zur Genüge. Es ist getan. Hast du Beweise? Den hatte er bei sich. Ja, das war seiner. Was hast du mit der Leiche gemacht? Ich ließ sie zurück. Was hätte ich sonst tun sollen? Wenn sie seine Leiche finden, wie lange glaubst du, werden sie brauchen, um eins und eins zusammenzuzählen? Naja, ich hatte eh nicht vor, mich bis nach Rom hochzuarbeiten. Na gut. Das ist sowieso bald einerlei. Was jetzt? Was jetzt? Herzlich willkommen. Solche wie dich brauchen wir. Und was müssen solche wie ich tun? Ich bin bloß der Presser und heuere die Leute an. Du kannst nun in unser Lager gehen. Dort erfährst du alles. Wo ist es? Willst du mir weismachen, du hättest unser Lager nicht gesehen? Hast wohl keine Augen im Kopf, was? Also, über Sasau gibt es einen Hügel mit einer verlassenen Feste. Nur ist sie jetzt nicht mehr verlassen. Dort ist unser Lager. Geh hin und melde dich bei einem Kerl namens Erek. Sag ihm, Kozlik schickt dich. Und werden sie mich einfach so reinlassen? Guter Punkt. Hätt's fast vergessen. Zeig den Kerl am Tor Pius Würfel. Das ist unser Erkennungszeichen. Das ist alles? Das ist alles. In Vranik erfährst du alles, was du wissen musst. Und spute dich. Ich habe das Gefühl, es braut sich etwas zusammen. Was tust du hier? Sind dir die Klostermauern von innen zu langweilig geworden? Okay. Das heißt, ich muss jetzt zurückgehen zum Gasthof. Dann müssen wir mein Klimpert holen.
habe ich überhaupt mein Geld noch? Nicht einmal Geld mehr. Jetzt schauen wir mal, gerade mal in die Karten rein. Da muss die Sasa. Okay, dann werden wir jetzt mal zurück ins Lager, also ins Gasthaus gehen, schauen, was ich mein ganzes Zeug wieder kriege. Dann nehme ich jetzt noch mit. Ja! Ja! Werden wir da in der nächsten Folge Bericht erstatten, da werde ich dann unten meinen Herrn Ratzig holen. Also mal. Meine Idee, was ich habe. Ja. So. Achso, ich hab ja kein Geld, deswegen. Ah, ein Torhaus. Ja. Das Torhaus. Da liegt da mein Geld drin. Sonst hab ich Pech gehabt. Sonst hab ich echt Pech gehabt. Dann machen wir das so. Dann hole ich das nächste Mal unten an. Da habe ich mein Bett. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt, meine lieben Sportsfreunde, beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren. Die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn sie aus Kingdom Comes Deliveries weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst's mal, meinen Leitspruch nicht, Respekt kommt vom Wort respektieren, in diesem Sinne bleibt mir gewogen, vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB, Servus!